Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Juni-Version der Trend Raider Trendbox. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Trend Raider Trendbox erscheint einmal im Monat. Sie kostet ab 29,95 €, ist eine Abo-Box, die aus Beauty, Fashion, Food und Wellness, glaube ich, besteht. Oh mein Gott. Ich glaube so, oder ja, irgendwie so. 8 bis 10 Produkte. Die 4 Kategorien kriege ich gar nicht. Also, ich muss mal irgendwo spicken, Leute. Ne? Ihr wisst Bescheid. Design, Wellness, Fashion und Food. Okay, sorry. Wir haben einen Wert von mindestens 85 Euro in den Boxen drin enthalten. Und ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Vielen, vielen Dank an das liebe Trend Raider Team. Und deswegen kann ich auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Also entweder ist das eine Trend Raider Box, die ich verlosen kann, oder eine selbst zusammengestellte Box. Da muss ich nochmal gucken. Ich verlose aber auf jeden Fall eine Box, ne? Genau. Ja, ich finde die ganz cool. Wir haben auch hier so einen Code. Ich glaube, da kannst du auch ein paar Prozentchen sparen. Da blende ich dir ein, schreibe ich in die Infobox. Ich schreibe sowieso super viel immer in die Infobox rein. Guck da gerne mal vorbei. Ja, Juni. Ich habe hier einen dicken, fetten Sticker vegan drauf gehabt. Normalerweise habe ich die normale Version, aber es gibt auch die Möglichkeit, dass man die vegane Version auswählt. Kann also sein, dass jeder jetzt diesen Monat eine vegane Box erhalten wird, weil wahrscheinlich das Thema sich darum dreht. Ich meine mich daran zu erinnern, dass es irgendwas mit Meer zu tun hat. Deswegen habe ich mir heute auch ein blaues Oberteil angezogen. Ne? Und ich bin aber jetzt einfach mal gespannt. Und dann schauen wir mal in die Box. Time to discover. Okay. Es ist übrigens auch keine weiße Box wie normalerweise, sondern halt in diesem, ne, kartonfarbenen Farbengedönsen. Und Pure Ocean ist das Thema. Das steht jetzt hier auch drin. Ja. Also das pure Meer haben wir hier drin enthalten. So. Oh geil. Ja. Sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Hier haben wir dann den Blick in die Box. Das ist immer dieser Move, ne? Wenn diese Box so groß ist, immer so, ist fast schon ein Workout hier für mich. Nein, nein, alles gut, ich schaffe das schon. Dann gucken wir mal rein, was hier alles so drin ist. Handmade in Berlin with love. Wir bedanken uns herzlich für die Kooperation mit dir und wünschen dir viel Freude beim Unboxing. Ganz liebe Grüße, Alisa. Alisa hat mir sogar ein Herzchen auf ihr i gemalt. Also vielen, vielen Dank, meine Liebe. Und ja, wie gesagt, ist eine Kooperation, ne? Kommt aus Deutschland, aus Berlin. Jo. Und eigentlich wollte ich ja dieses Jahr nochmal nach Berlin fahren. Aber meine Schwangerschaft macht mir da leider so einen kleinen Strich durch die Rechnung. Ihr merkt es wahrscheinlich in den Videos, ich bin manchmal auch so ein bisschen kurzatmig und so. Und ja, bin leider nicht ganz so auf Trab, wie ich das gerne wäre. Ich habe das letztens gemerkt, dass ich auf dem 60. von meiner Mama war und so. Und ich halte einfach nicht mehr so lange durch. Und das heißt, ich kann dann halt schlecht so einen Trip machen, wo ich dann halt verschiedene Menschen besuchen möchte. Keine Ahnung, Danny, Maxim hätte ich gerne besucht und so, ne? Amelie with Love hätte ich gerne besucht und auch gerne Trend Raider, Purish hätte ich gerne besucht. Aber ich muss erstmal ein Kind gebären und dann gucken wir mal weiter doch, ne? Leider. Es ist einfach so, so ärgerlich. Aber ich bin auf der Glow. Und da bin ich mit der lieben Like a Daisy in Spring. Antje Sverrelt ist mit dabei. Nikas Beautykiste ist mit dabei. Und Unbox Butterfly Nicole ist mit dabei. Genau, habe ich irgendwen vergessen. Dann tut es mir mega leid. Mitte August. Seid ihr auch auf der Glow? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich freue mich schon mega. Pure Ocean, genau. Und hier ist auch ein Vegan-Gedönsen mit drauf. Also glaube ich, dass wirklich dieses komplette Motto vegan gehalten wurde. Also hier ist eine ziemlich coole Frau drauf abgebildet, die so ein Pareo hat. So einen ähnlichen habe ich schon in dieser Farbe. Der ist nur sehr klein, der, den ich habe, ne? Sehr, sehr cool. Oh, hier hinten ist auch schon ein Spoiler für den nächsten Monat, aber da gucken wir gleich mal rein. Ja, dann gucken wir mal, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. In der Juni-Ausgabe weniger Müll für die Ozeane. Deine Pure Ocean Box. Suchst du nach dem Anstoß für ein Zero-Waste-Leben, weißt aber nicht richtig, wie du beginnen sollst? Wir möchten dir dafür tolle Inspirationen geben. Im Juni haben wir deine Box mit Produkten zusammengestellt, die möglichst wenig und am besten gar kein Plastik enthalten. Ist ein schöner Gedanken- oder Denkanstoß, finde ich, ne? Sehr, sehr cool. Wichtig ist aber auch der geschlossene Kreislauf, bei dem aus vermeintlichem Abfall neue Schmuckstücke entstehen können. Zum Beispiel hat sich unser Partner Bracenet, oh, die kenne ich, sich dieser Mission verschrieben, feste,
feste Kosmetik, Snacks und Foodprodukte in plastikfreien Verpackungen sowie umweltfreundliche Reiniger sind ebenfalls dabei. Lass dich also von der Pure Ocean Box auf besondere Weise zu einem nachhaltigen Leben anregen. Ja, finde ich auf jeden Fall cool. Ich verstehe sowas auch tatsächlich für mich eher als Anregung, aber nicht als, Claudia, du musst jetzt dein komplettes Leben umstellen, ne? Wichtig ist halt, dass jeder vielleicht so einen kleinen Teil dazu beiträgt. Ich mache es jetzt zum Beispiel nicht unbedingt in der Sparte Kosmetik, Beauty und so, sondern ich mache das halt eher so im Bereich unser Haus, wie wir leben, wie wir uns fortbewegen, dass man halt nicht ständig ins Auto steigt, sondern vielleicht auch mal zu Fuß geht. Ein Fahrrad, daran müssen wir noch arbeiten. Ich habe leider noch kein Fahrrad, aber es wird. dann, dass wir halt, was unsere Essensgeschichte angeht, also wenn wir Nahrung zu uns nehmen, dass wir da ein bisschen mehr drauf achten. Dass wir halt jetzt zum Beispiel, wenn wir einkaufen gehen, uns nicht ständig irgendwelche neuen Einkaufstüten kaufen, sondern da halt wiederverwendbare Tüten nehmen, die wir dann auch immer wieder mitnehmen. Oder eine Klappkiste haben wir auch immer mit dabei oder so eine Kühlbox halt, ne? Und sowas finde ich persönlich einfach wichtig, wenn man so kleine Schritte geht. Und ja, das sind dann halt immer so, jeder tut, was er kann. Aber es ist jetzt nicht so, als müsste man von jetzt auf gleich sein ganzes Leben umstellen. Das finde ich immer ein bisschen zu heftig, zumal das auch nicht alle leisten können oder wollen. Es hat was mit Bequemlichkeit, aber auch mit finanziellen Möglichkeiten zu tun. Und deswegen finde ich einfach, dass niemand mit dem Finger auf irgendwen zeigen sollte und da irgendwen anprangern sollte. Das kriegt man nämlich leider viel zu häufig in der Welt so mit, ne? Finde ich auch sehr, sehr unangenehm. Jeder sollte erstmal vor seiner eigenen Haustür kehren und da einfach schauen, was kann man selber für sich so besser machen oder was kann man selber halt umsetzen. Und dann kann man nachdenken, wie man das sonst so gestalten möchte. Also, ne, wer mir auf Instagram folgt, weiß zum Beispiel, dass wir auch unsere eigenen Kräuter anpflanzen, dass wir unsere eigenen Beerensträucher haben. Wenn mir die Möglichkeit aufgrund von Zeit gegeben worden wäre, hätte ich auch noch einen kleinen Gemüsegarten oder so. Aber die Zeit muss ich jetzt halt aktuell eher so darin investieren, dass ich oben renoviere und so, weil jetzt kommt der Nachwuchs bald und dann muss ich halt zusehen, dass es hier halt alles auch schon mal ein bisschen renoviert ist, ne? Das heißt, jeder tut das, was er kann, aber schlägt nicht seinen Nebenmann. Ihr wisst, was ich meine. Okay, dann ist hier auch immer so ein kleines, so ein kleines Zitat abgebildet von jemandem aus dem Trend Raider Boxenteam, was ich auch immer sehr cool finde, wenn man so einfach ein bisschen dieses nähere Gefühl bekommt für die Menschen, ne? Hier hat zum Beispiel die Alisa von Trend Raider etwas abdrucken lassen. Glitzernde Sonnenstrahlen, weitläufige Strände, eine salzige Brise und körniger Sand unter den Füßen. Das Meeresrauschen in meinen Ohren laufe ich am Strand entlang, genieße die frische Luft und das Gefühl von Urlaub und Freiheit. Wenn ich dann eine schöne Muschel entdecke, ist der Tag perfekt, mehr braucht es nicht im Leben. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Dann sind hier die ganzen Produkte aufgeführt, wie das mit der Trend Raider Box ab Juni funktioniert. Genau, man bekommt nämlich die Box, wir stellen deine monatliche Trendbox zeitlich auf den jeweiligen Monat um. Was ändert sich für dich als Kundin oder Kunde? Wenn du schon ein Abo hast, wird sich nicht viel ändern. Der einzige Unterschied ist, dass du deine Box am Anfang des Monats, also quasi in der ersten Woche, erhältst. Und man kann die Box halt, wenn man jetzt ein neuer Abonnent ist, wirklich den kompletten Monat durchbestellen. Das heißt, Juni ist heute, ne? Wow, Claudia, wow. Bis zum 30.06. kann man diese Box bestellen. Das war nämlich sonst irgendwie immer bis zum 15. Und genau, dann bekommt man natürlich auch direkt seine Box zugeschickt. Ja, so ist das alle. Und hier geht es dann auch so ein bisschen Hintergründe von Bracenet zum Beispiel. Die sammeln diese Netze, die im Meer verloren gegangen sind, um das mal so zu sagen, diese Fischernetze, und machen daraus Schmuck. Ich habe da mal irgendwie mir auch so Armbänder und so gekauft und die habe ich dann verschenkt. Fand ich total cool. Also die machen sehr, sehr schöne Sachen. Dann kannst du eine maritime Aufbewahrungsbox aus dieser Box basteln. Dann gibt es hier auch immer Rezeptideen. Natürlich, im Sommer gibt es Getränkeideen. Pure Ocean Drink und Tropical Beach Day Cocktail. Tada, finde ich ziemlich cool. Und dann haben wir hier hinten noch die Trendbox für Juli gespoilert. Also ihr wisst, ich habe hier immer Timestamps, ne? Genauso wie die Infobox immer schön befüllt ist, sind hier auch immer sehr viele Kategorien und so weiter. Ich rede halt viel, deswegen mache ich YouTube, ergibt Sinn. Ja. Im Sommer wird es wild. Inspiriert durch die tierischen Begleiter unserer nachhaltigen Marken, zeigen die Produkte dir, wie abenteuer- und erlebnisreich dein Leben ist.
Wenn ich an meinen tierischen Begleiter Sammy denke, ist das Leben sehr entspannt bei uns. Wir pennen den ganzen Tag. Okay, unsere nachhaltigen Überraschungen aus den Bereichen Fashion, Food, Wellness und Design in der Wildlife Box spiegeln alle Facetten der Wildnis wider. Okay, und garantieren schöne Ruhephasen, aber auch aufregende Momente in deinem Alltag. Fühle dich frisch und belebt durch die sommerlichen Überraschungen. Bin ich gespannt drauf? Lass uns überraschen. Das Heftchen lege ich jetzt neben mich und nachdem ich jetzt schon 10 Minuten Intro gemacht habe, trinke ich mir einen Schluck Kaffee. Da habe ich entweder mal von meiner Mama Geschenk gekriegt oder halt von meiner Stiefmama. Das ist eine Claudia-Tasse und dann ist da ein Seehund drauf. Ich liebe Seehunde, das ist so ziemlich mein Lieblingstier. Und Strohhalm, weil ich Lipgloss drauf habe und das ist einfach schöner, mit Strohhalm Kaffee zu trinken. Ist crazy, ne? So, einen habe ich aber noch. Und zwar hat meine Box die liebe Anna gepackt. Und man kann diese Geschenkkärtchen oder diese Kärtchen sammeln von 1 bis 10. Wenn man alle zusammen hat, kriegt man eine Überraschungsbox. Deswegen sammle ich die auch immer fleißig. Ich starte jetzt mal mit Bracenet. Das ist nämlich die Marke, die ich schon kenne. Wie gesagt, die sammeln halt diese Fischereinetze, die halt wahrscheinlich vergessen wurden oder aus welchen Gründen auch immer im Ozean gelassen worden sind. Oder man weiß es nicht, ob das als Müllentsorgung gilt, wenn man die einfach dort liegen lässt. Ne? Ihr wisst Bescheid. Oh, guck mal, aber hier kriegen wir gar nicht dieses Armband, sondern ich habe hier so einen Anhänger in Roségold. Aha. Kannst du natürlich auch als Kettenanhänger nehmen, ne? Schaut so aus. Ja, ist ein Anhänger. Okay, ich dachte, ich könnte euch ja ziemlich lässig das Armband zeigen, was ich so kenne. Hier hast du erstmal einen 15% Rabattcode für Bracenet. Kannst du bis zum 31.08. einlösen. Und dann steht hier drauf, Save the Seas, Wear a Net. Ja, wir retten Meerestiere und Ökosysteme, indem wir Geisternetze aus den Meeren bergen. Ach, Geisternetze heißen die hier, fancy. Und in Upcycling-Handarbeit zu neuen Produkten wie unseren Bracenets verarbeiten. Dieser Anhänger ist für dein eigenes zukünftiges Bracenet. Okay, also falls du dann halt dir dein Bracenet kaufst. Also, ich weiß es noch nicht, ob ich mir jetzt noch ein neues kaufen werde, vielleicht auch wieder zum Verschenken, ne? Und ja, ich finde das ehrlich gesagt, also schön, dass wir einen Anhänger mit drin haben. Ich hätte es cooler gefunden, wenn wir hier wirklich so ein Bracelet drin gehabt hätten. Wisst ihr, was ich meine? Dass man halt wirklich das Produkt dann auch mal gesehen hätte. Aber gut, ja, wir haben ja auf jeden Fall auch das Logo dann darauf gedruckt, auf diesem Vieh-Anhänger. Genau. Atmen. Ich rede ohne Punkt und Komma. Weiter geht die wilde Reise. Hier habe ich auch wieder ein bisschen was Fashionmäßiges und zwar ist das von Hutsch und Putsch. Ist das so? Ich weiß es nicht. Hutsch und Putsch ist ökologisch und sozial verantwortungsvoll. GOTS bzw. Ökotex, zertifizierte Stoffe, 100% Musselin-Baumwolle. Erinnert mich jetzt schon an, ne, wir wissen Bescheid, bald kommt ein Baby. 15% Rabatt kriegst du hier auch noch bei hutschputsch.de. Und hier haben wir ein Scrunchie drin. Und das finde ich, also die haben scheinbar auch irgendwelche Halstücher, das ist hier nämlich zu sehen. Aber ich glaube, hatten wir nicht mal von Hutsch Putsch dieses, das hatte ich nämlich letztens getragen in der Box, hatten wir doch, so ein Halstuch auch mal drin gehabt in ungefähr dieser Farbe, ein bisschen mehr ins Grünstichige. Und das weiß ich noch, das hatte ich dann letztens mal umgetan, weil es war doch ein bisschen frisch geworden, ne? Und dann hatte meine Mama nämlich das gesehen, angefasst und gelacht und gesagt, Mensch, hast du jetzt schon die Babytücher dir um den Hals gelegt? So, ne? Genau, und das hier ist so ein schöner Korallton. Also das finde ich wirklich, wirklich hübsch, mag ich sehr gerne leiden. Und Scrunchies scheinen mal wieder richtig voll im Trend zu sein, ne? Okay. Habe ich in letzter Zeit super häufig in den Händen gehalten. Also in vielen Boxen ist es vertreten, denn ich öffne ja auf diesem Kanal super viele Boxen. Also falls du Bock drauf hast, weitere Boxen angeboxt zu bekommen von mir, ist da ein Abonnier-Button. Da kannst du gerne draufklicken. Ich würde mich freuen. Jetzt fällt mir gerade ein. Nee, das hier ist nicht. Das ist kein Musselin. Nee, nee, nee. Alles gut. Fühlt sich auf jeden Fall sehr schön an. Kann ich mir gut vorstellen, ne? Dass ich mir damit halt so einen Zopf mache oder dass ich, wenn ich so einen Bommel habe, dass ich das drüber mache, weil das ist eine schöne, frische Farbe. Mag ich echt gerne leiden. Doch, das finde ich cool. So, dann habe ich hier was drin und zwar Sparkling Yum. Coconut Water. Kokosnusswasser. Drink Irresponsibility. Fly Safe. Coconut.com. Okay, das ist Kokosnusswasser. Aber halt mit Kohlensäure. Ist natürlich geil, weil ich hier jetzt einfach einen Strohhalm schon habe, ne?
Komm, wir probieren das mal. Was soll der Falschgeiz? Ja, ist wirklich sparkling. Sehr, sehr interessant. Oh, ich würde das gerne schön machen. Ich habe hier nämlich... Da war eben noch Wasser drin, aber jetzt habe ich hier meinen Löffel und... Moment. Das war jetzt gerade gar nicht so geil, ne? Weil das war jetzt Eistee zusammen mit Kaffee vermischt. Das war nicht so lecker. Kann ich nicht unbedingt empfehlen. Okay, so schaut es aus. Hätte ich mir auch sparen können, weil es einfach durchsichtig ist. Yay! Krass! Ja, ist jetzt mit dem Lipgloss ein bisschen doof, aber der Strohhalm, der wird einfach hart nach, ne, Kaffee schmecken. Ich weiß nicht, ob ich Sparkling Coconut Water mag. Ich, ne, werde es tatsächlich trinken, aber es hat etwas sehr Interessantes als Unternote mit dabei. Ich finde es per se lecker, weil es auch etwas leicht Süßes mit dabei hat. Aber es ist jetzt nichts, was ich so mega feiere. Wisst ihr, was ich meine? Nee, nicht so ganz. Nicht so ganz. Bin ich ehrlich? Bin ich jetzt so kein Ultra-Fan von. Aber interessant. ja, dann habe ich hier Zahnseide mit dabei und das ist mit Aktivkohle und Xylit, plastikfreie Verpackung, gewachsen und vegan, Wingbrush, 30 Meter mit Wassermelone und Minze. Sowas finde ich cool, ne? Da hast du hier einfach mal so eine schöne Zahnseide-Rolle mit dabei. Die wird bei uns verwendet, verwenden wir gerne so Zahnseide-Gedönsen, ne? Finde ich gut. Ja, schön, kannst nichts zu sagen. Ach, das ist hier auch schon direkt der Spender, weil du hast hier auch direkt dieses Abreißding. Da musst du natürlich aufpassen. Klar, ist eine plastikfreie Verpackung, Claudinchen, ne? Macht auf jeden Fall Sinn. Finde ich aber cool. Jo. Nö. Dann habe ich hier so ein großes Ding mit dabei. Das ist wirklich groß und schwer. Aus der Höhle der Löwen. 20 Less. Allzweckreiniger, Konzentrat in der Glasflasche. Nachfüllkonzentrat. Wenig Plastik, weniger Plastik. Spare 20 Allzweckreiniger in Plastikflaschen. Okay, muss ich gucken. Also es ist so, wir hatten ja auch schon Everdrop hier in der Trend Raider Box mit drin, ne? Da finde ich das ein oder andere auch ziemlich geil und auch ziemlich, so von der Idee her, auch sehr schön und verwende ich auch gerne weiterhin. Das, wo das Ganze halt aufhört, ist halt, wenn es so um Glasreiniger geht, weil das macht bei mir tatsächlich leider nicht streifenfrei die ganze Geschichte sauber. Oder wenn das halt wirklich Badreiniger für, keine Ahnung, für die Toilette oder so ist, wo ich halt wirklich sage, da möchte ich halt wirklich ganz intensiv sauber haben. Wisst ihr, was ich meine? Da muss ich echt ab und an leider noch auf die herkömmlichen Chemiekeulen zurückgreifen, weil ich mich ansonsten einfach nicht wohlfühle. So. Okay. Ah, sowas ist das. Okay. Also jeder von uns hat ja sicherlich auch schon irgendwie zu Hause dann so eine leere Sprühflasche oder sowas. Und ich denke, dass du das dann verdünnen kannst, weil das ist ja ein Konzentrat in der Glasflasche, ne? Mega hart verpackt hier drin übrigens. Das ist echt krass. Genau. Und dann machst du das halt verdünnt. Hier, fülle mit der Dosierkappe 25 ml Konzentrat, bei starker Verschmutzung 50 ml in die Leerflasche. So nehme ich. Fülle den Rest der Flasche, also ca. 475 ml mit Leitungswasser auf. Das halt, ne, da kommen wir ja gut dran. Da drehe den Sprühkopf auf die Flasche und los geht's. Also deswegen, so eine leere Sprühflasche hat jeder von uns zu Hause. Man nutzt einfach den als Wackreiniger auf, den man zu Hause hat und kann das dann da reinmachen. Ich finde das gut. Ne? Also das wird auch bei uns verwendet werden und stelle ich bei uns auf jeden Fall in das in den Abstellraum, genau, da wo unsere Reinigungsmittel halt sind. Finde ich cool. So, jetzt ist halt die Frage, was ist cooler? Entweder halt diese Drops von Everdrop oder dieses Konzentrat. Habt ihr da Erfahrung? Schreibt das gerne mal in die Kommentare für die Community rein. Das finde ich auch mal interessant. Dann kommen wir zum nächsten. Und zwar ist das von Ballade en Provence. Das kennen wir ja schon. Da hatte ich auch schon mal feste Augencreme, festes Serum, feste Nachtcreme, feste Tagescreme. Alles Mögliche drin. Und hier habe ich jetzt Hydration Boosting Solid Serum. Also ein festes Serum mit 1% Hyaluronsäure, mit Hagebuttenöl. 18 Gramm haben wir hier drin. Und das ist doch cool. Weil sowas kannst du auch eins mitnehmen, wenn du zum Beispiel so Rucksacktourismus machst oder so.
Weil hier hast du halt keine Flüssigkeit, die du dann beim Flughafen oder so angeben müsstest. Ne? Ist auch ganz cool. Und es ist natürlich auch leichter. Kann man auch nicht anders sagen, weil hier hast du dann 18 Gramm Produkt. Reicht ja theoretisch, wenn du das Ding einfach so mitnimmst. Ne? Und ja, da musst du halt nicht so eine ganze Serumflasche mitnehmen. Und das ist halt immer super ergiebig. Also ich finde es sehr, sehr cool. Habe es auch schon meiner Stiefschwester mal, also die Nachtcreme, glaube ich, war das. Oder die Augencreme, weiß ich gar nicht. Beschenkt, weil sie halt viel reißt. Ne? Ja, das ist einfach so ein festes Stück. Sieht so aus. Schmilzt beim Kontakt mit der Haut halt sehr, sehr schnell. Ich habe hiervon, glaube ich, mal die feste Nachtcreme aufgebraucht. Finde ich echt cool. So, man muss dann halt nur ein bisschen aufpassen, dass man da jetzt nicht so mit den Händen reinwatscht, weil das hat auch immer nur eine gewisse Haltbarkeit. 12 Monate, ne? Ich finde es cool. So, Schluck trinken, dann geht die Party weiter. Hier haben wir nämlich noch etwas dran, das sieht aus wie ein Stift. Moisturizing Lip Balm von Pure. Vegan, biodegradable, also biologisch abbaubar und kein Plastik. Beauty Made Easy, Le Papier. Mhm. Ja, einfach ein Lippenbalsam. This is how it works. Ach, guck mal. Okay, so sieht das auf jeden Fall erstmal aus. Das wollte ich ja zuallererst mal zeigen. Es ist so ein ganz spezielles Vieh. Weil das auch irgendwie fest ist oder so, ne? Grab the paper strip. Hä? Müssen wir mal gucken hier. Bin ja immer neugierig, ne? So sieht das nämlich aus. Genau, das ist halt wirklich plastikfrei. Erinnert auch an diese festen Deos. Genau. Und wenn du das dann hier aufgebraucht hast, dann kannst du an diesem Moped hier ziehen und das dann so abrollen. Und das sieht man auch. Das ist halt ein festes Produkt. Ich meine, es sind Lippenpflegestifte ja meistens, aber Lippenpflegestifte haben meistens dann ja auch Plastik drumherum. Das hat das hier nicht. Das ist ja Papier. Kann man das so abpeelen und dann geht die Party weiter. Ich finde es cool. Kommt auf jeden Fall in mein Backup rein, denn ich habe aktuell den von Dalton. Der ist fast leer. Und danach ist der hier dran. Ich bin sehr gespannt. So. Was es nicht alle gibt auf der Welt hier. Lilly, davon habe ich ein Rizinusöl, müsste das sein. Für die Wimpern verwende ich das ab und an mal, weil ich ja kein hormonell bedingtes Gedönsen mehr nehmen darf. Lilly, Essence of Pure Nature, C-Vitamin Mask, Alge. Und das ist bestimmt fest, oder? Also so ein Pulver, was du dir anrühren musst, finde ich sehr interessant. Ja, ein Teelöffel mit etwas Wasser vermengen und mit dem Pinsel auftragen. Cool, sehr cool. Und das soll der Haut dann Vitamine geben. Wird ausprobiert. Ich verwende sowas sehr gerne morgens, immer dann, wenn ich so Zähne putze, ne? Und das funktioniert echt gut. Und dann kannst du auch noch hier 1 bis 2 Tropfen Phytonektar hinzufügen, wenn du nicht magst, dass die Haut austrocknet. Klar, kannst halt ein Öl mit dazu machen. Das hast du meistens halt bei diesen fest antrocknenden Masken. Rieche ich jetzt auch so nichts raus. Bin ich sehr gespannt drauf. Weil dieses Rizinusöl, was ich habe, fand ich auch sehr, sehr angenehm für die, oder finde ich sehr angenehm für die Wimpern. Cool. Puh, was los, Sammy? Hm? Bräuchten es irgendwie durch Reden außer Atem? Hm. Heute, wo ich drehe, ist Montag. Eigentlich müsste ich heute erfahren, inwiefern meine Avocado gewachsen ist. Ich glaube, meine Avocado ist mittlerweile eine Mango. Keine Ahnung. Okay, weiter geht die wilde Reise. Und zwar habe ich hier, ja, True Gum White. Pfefferminz, zuckerfrei, plastikfreier Kaugummi für starke Zähne. Mag ich persönlich gerne. Problem bei diesen Dingern ist halt wirklich, und das muss man erwähnen, die sind nicht so lange mit Geschmack. Also der Geschmack ist relativ schnell weg, das darf man halt nicht vergessen. Ich habe die Dinger im Auto, was ich einfach so, ne, gut finde, weil so eine halbe Stunde oder so, komme ich damit auf jeden Fall klar. Ja, und das Plastik im Kaugummi drin ist, sollten wir allein schon vom Wort Kaugummi uns denken. Ich finde das ganz cool, ne? Also ich habe davon schon ein paar gehabt und fand die echt gut. Aber wie gesagt, da hast du halt wirklich nicht Ewigkeiten was von andere Kaugummis. Da hast du ja 1-2 Stunden Geschmack gefühlt im Mund, ne? Das hast du hier leider nicht. Aber ich nehme sie sehr gerne. So. So. Ein bisschen was habe ich hier noch drin und dann wäre es das auch schon gewesen hier. Einmal haben wir hier so ein, ja, True Gum, ne? Das haben wir ja hier so ein Flyer. Dann True Morrow habe ich hier auch noch einen 20% Gutschein. Ich weiß gar nicht, True Morrow hatten wir noch gar nicht hier, oder? Weiß ich gar nicht. Bracenet haben wir hier auch noch einen kleinen Flyer zu drin. Wie die das so handhaben, also wie die zum Beispiel auch die Netze so reinigen und so, ne? Und das hier ist so geil.
passt jetzt natürlich, weil ich die ganze Zeit mich beschwert habe, dass mein Strohhalm leider so dreckig ist. Kanu-Nudelhalme haben wir hier nämlich drin. Verschiedene Längen, Durchmesser und Farben. Unsere Trinkhalm-Alternative ist ideal für Kaltgetränke wie zum Beispiel Cocktails, Säfte, Milchshakes, geeignet, biologisch abbaubar, essbar, vegan und glutenfrei von BioBay. Finde ich total geil. Also die habe ich tatsächlich auch bei mir in meinem Strohhalmgläschen, wo ich dann immer meinen Strohhalm rausfussel, wenn ich einen Strohhalm brauche. Ja, und hier haben wir, ich weiß gar nicht, ein paar drin. Das sind wahrscheinlich so 10 Stück oder so oder weniger. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vielleicht. Ja, aber finde ich auf jeden Fall praktisch. Geil fand ich halt auch, als wir Geburtstag hatten und dann vielleicht, wenn man ne, Gäste hat und die dann Aperol Spritz oder so trinken, ich kann es ja auch in der Mitte durchbrechen. Das ist halt auch das Geile bei diesen Nudelstrohhalmen, genau, Halmen quasi. Da kannst du halt auch selber die Länge bestimmen dann, ne? Ich finde die sehr geil, kann die euch wirklich voll empfehlen. Und ich bin auch ein Persönchen, die damals Nudeln gerne roh gegessen hat, also auch Macaroni so gesnackt. Deswegen finde ich das geil. Also das wäre jetzt hier die Box gewesen, die sich halt so auf den Ozean und die Ozeanfrische bezieht, beziehungsweise den sauberen Ozean. Und das finde ich als Motto ziemlich cool. Ich weiß gar nicht, was das Wow-Produkt ist. Ich glaube, diese Maske wird somit das hochwertigste Produkt sein oder das teuerste Produkt hier in der Box drin, oder? Ansonsten glaube ich auch, dass dieser Allzweckreiniger gar nicht mal so super günstig ist. Denke ich nicht. Nee. Ansonsten hätte die Box ein bisschen praller gefüllt sein können. Definitiv. Also mir fehlen so ein bisschen Beauty. Seien wir mal ehrlich, mir fehlt Beauty. Auch wenn hier schon Beauty drin ist, aber mir fehlt Beauty. Keine Ahnung. Manchmal hat man das so im Kopf, ne? Ich guck mal schnell durch, ob ich irgendwelche Alternativprodukte hätte drin haben können. Anstatt von der Zahnseide hätte man Zahnpulver drin haben können. Ich freue mich über meine Zahnseide, definitiv. Man hätte alternativ zum Allzweckreiniger auch einen Badreiniger oder einen Glasreiniger haben können. Ich freue mich über meinen Allzweckreiniger. Ja, ne? Also für mich jetzt nicht die Knallerbox vom Inhalt her, muss ich ehrlich sagen, aber eine Knallerbox vom Thema, weil das Thema mir sehr gut gefallen hat. Schreibt mir gerne eure Meinung mal unten in die Kommentare rein, da würde ich mich echt mal für interessieren, wie ihr die Box so fandet. Und das war's hier von mir. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings, der ganzen Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!